Das finde ich sehr gut, dass das schon mal rausfällt, das Thema. So, dann hier das zerlegen. Naja, viel ist nicht mehr übrig. 47 Minuten. 1 Stunde 46. Na komm, nehmen wir das Messer, ist egal. So. Lecker. Kaninchen ausnehmen. Wer macht das nicht gerne? Es gibt so ein schönes Geräusch auch immer. So. Ja, die Lupe macht hier drin keinen Sinn, ist klar. So. Feuer machen. Zünderbündel müsst ihr auch wieder herstellen. Come on, little fire. Dann können wir zumindest jetzt mal den Hasen verspachteln und können die zumindest grob die Kalorien mal, die wir jetzt beim Schlafen verbrauchen, zur Hälfte vielleicht wieder reinholen. Aber wir werden auf jeden Fall verhungern. Das ist echt ein Problem gerade. That didn't work. Ach was. Ach was, ist das eine Überraschung, dass das nicht funktioniert hat. So, nehmen wir die Birkenrinde hier mal. So, achso, es hat keine wirkliche Auswirkung. Ach doch, hat. Ach komm, nehmen wir den Feuerstahl, was soll's, nehmen wir das Feuerzeug. Wenn wir es damit nicht schaffen, jetzt ein Feuer zu machen, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann ist halt echt, dann ist der Frau nicht mehr zu helfen. Das ist leider dann schwierig. Ich würde mich echt mal interessieren, wie ich das Feuer machen dann noch besser mache. Also, wie gesagt, wenn du was regelmäßig machst, dann wirst du ja eigentlich auch besser. Aber hier irgendwie nicht so. Weiß ich nicht. Es wäre cool, wenn das irgendjemand irgendwie verbessern könnte. Oh ja. That's a good one. Stock. So, Altholz will ich nicht reinschmeißen. Wildnisküche auch nicht. So. Tun wir das hier rein, das können wir, da können wir neues Holz uns hier holen. So, hallo. Geschmackloses Kaninchen. I lay down right here. If I thought I'd ever wake up again. Naja, hier aufwachen wieder, das wäre kein großes Thema. So, eineinhalb Liter Schnee schmelzen. Dann kochen wir das Ganze noch schön ab, dass alle Keime tot sind. Zack. I'm not sure I can carry much more. Ja. Und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie kochen, anfänge. Ach geil. Kochen habe ich auf Stufe 2 jetzt, das finde ich sehr gut. So, hier unbedingt das. Oh, I could eat a horse. Ja, ess doch ein Pferd. Gibt's hier bestimmt irgendwo. Ach, wir haben Müsli-Riegel auch noch, sehe ich gerade. Okay. Frischer Darm. Warum habe ich den noch hier eigentlich? Nein. Das wollte ich nicht. Ach ja, Moment, dann habe ich ja deshalb noch, weil ich das Kaninchen gerade ausgenommen habe. Ich erinnere mich. So, Essen. Ah ja. Bringt nicht ganz so viel, aber immerhin besser als nix. So, Müsli hier noch reinhauen. Ein Schlückchen trinken. Mann, Mann, Mann. Ja, Bett. Dann würde ich sagen... Ja, schlafen wir 6 Stunden. Na gut. Lassen wir uns mal überraschen. Also, wir haben ein echtes Nahrungsmittelproblem gerade. So. Und es stürmt offensichtlich gerade draußen. So, jetzt müssen wir ganz kurz... Hallo? Ja. Hallo? Zack. So, Birkenrinde. Die nehmen wir mit. Dann können wir daraus Sachen anzünden. Das Holz hier nehmen wir auch mit. Erste Hilfe. Da würde ich sagen, erste Hilfe. Die schmeißen wir alle darüber. Die schmeißen wir dahin. Wir müssen nicht alle Tabletten mitnehmen. Auch wenn es nicht viel ist, aber wir brauchen echt nicht alle Tabletten. Die Mütze könnte ich...
eigentlich ablegen. Die brauchen wir nicht mehr. Den Pullover brauchen wir auch nicht. Das können wir später mal alles zerlegen dann. Das wäre kein großer Act. So, das Jagdmesser. Moment, hier in der Schublade habe ich Werkzeug drin, genau. Dann würde ich sagen, das Jagdmesser tun wir hier in eins. Eine Magnesiumfackel da rein. Gewehrputzset da rein. Brechstange nehmen wir mit. Das Flechtenzeug können wir eigentlich auch da reinschmeißen. Ach nee, halt. Das tun wir da rein. So. Flechte da rein. Ich bin gerade überlegen, ich wollte... Ach komm, das machen wir schnell. Das machen wir schnell. Jetzt ist ja Licht da. So, Schlinge herstellen. Zack. Wir werden zwar verhungern in der Zeit einer halben Stunde. Das kennt man ja. Wenn man so eine halbe Stunde arbeitet, man kriegt so mega Hunger einfach davon. So. Okay. Dann haben wir die zwei Gedärme mal dafür genutzt. Na, fantastisch. Ein wunderschönes Wetter ist das hier gerade. Ja, richtig schön neblig, das ist ja toll. Ach, ich bin begeistert. Ich habe einen Reh gehört. Ist das zufällig hinten irgendwo angeglitscht? Ha. Offensichtlich nicht. Schade. Das Problem ist nämlich, wir brauchen echt was zu essen. Und ich weiß nicht, wo wir das herkriegen sollen. Jetzt haben wir die Hasenfallen zumindest mal. Das heißt, wenn wir jetzt drei Hasen fangen sollten... Betonung liegt auf sollten. Wenn wir Glück haben, dann können wir damit mal so ein bisschen dann etappenweise überleben. Aber es ist halt keine Langzeitlösung. Es ist hier nur irgendwie besser als nichts gerade. Und hier waren normalerweise Hirsche die ganze Zeit. Die sind jetzt aber offensichtlich weitergezogen. Alles nicht so einfach. So, erstmal das hier. Wie geht's uns? Ja, wir haben Hunger. Und es ist sackkalt, natürlich. Ich glaube, ich werde mich jetzt tatsächlich mal auf die Jagd machen. Und werde versuchen, einen Hirsch zu erschießen. Dann habe ich zumindest nämlich... kein Problem mehr für zumindest die nächsten paar Tage, dass man da überlebt. Die Langfristigkeit macht mir nur ein bisschen Sorgen. Wir könnten höchstens mal zur Küstenstraße gehen und... Also wir sterben ja eh. Wir sind eh im Verhungern. Das heißt, wir könnten jetzt auf die Küstenstraße gehen. Ich hoffe mal, dass die Karten vernünftig aneinandergereiht sind, dass du einfach da durchgehst und fertig. Dann haben wir da drin vielleicht noch ein paar Sachen, die wir uns schnappen können. So tote Reh oder sowas und könnten vielleicht immer zwischen Rätselsee und Küstenstraße hin und her laufen. Das könnten wir eigentlich mal probieren. Weil hier, wie gesagt, wir können zum Damm. Da wird es jede Menge geben. Aber ich weiß halt nicht, ob ich das halt vom Hungerlevel her schaffe. Und das wäre halt eine naheliegende Alternative, dass wir da mal hinlaufen. Aber der Küstenstraße waren, glaube ich, auf dem Weg, nämlich ein paar Autos und ein paar Hütten auch.
Weil hier immer noch die Fischerhütten. Also, summieren wir es mal kurz auf. Oben haben wir noch den Jagdstand. Den haben wir noch. Da können wir hin. Wir haben den Damm noch, wo es jede Menge gibt. Wir haben irgendwo auf der Karte einen Bunker, der random spawnt. Und wir haben die kleinen Fischerhütten noch. Mehr haben wir hier nicht aktuell. God damn, crazy. Ja. Und wir sind gerade unterkühlt. Ich glaube, wir laufen mal zur Küstenstraße einfach. Also ich weiß nicht, wie die Karten aneinander gebunden sind, ob man da wieder zurück kann. Das habe ich keine Ahnung. Aber wir würden auf jeden Fall wieder zurückkommen. Hätte den Vorteil, dass die Rehhäute und alles dann getrocknet sind zumindest. Wenn wir längerfristig unterwegs wären. So, ich hoffe übrigens, dass ich jetzt richtig laufe. Mal, da oben müssten jetzt eigentlich die Waggons kommen, oder? Jawohl. Dann gehen wir jetzt nach rechts und gehen in die Küstenstraße und gucken mal, ob wir da überleben können. Ob wir da noch irgendwas finden, was uns gerade ein Stück weit hilft zumindest. Zumindest die nächsten Tage zu überleben. Wenn wir mal komplett drin sind, hier komplett dann, keine Ahnung, genügend Lebensmittel haben, dann ist es auch kein Stress mehr. Oder Pfeil und Bogen haben. Dann können wir zumindest die Rehe kalt machen damit. Aber mit dem Gewehr ist halt doof. So, dann laufen wir mal zur Küstenstraße. Rätselsee verlassen. Jetzt bin ich gespannt. Region, trostloses Marschland. Okay. Der Name ist schon mal sehr beruhigend. Das ist schon mal sehr, sehr beruhigend hier. Naja. Karte haben wir noch keine. Man, all I can think about is food. Trostloses Marschland. Okay. Ist ja auch mal nicht schlecht. Also ist relativ einfach, dann wieder zurückzufinden, behaupte ich mal. Wir müssen bloß den Warngleisen hier folgen. Das ist relativ easy. Behaupte ich jetzt so mal im jugendlichen Leistsinn einfach mal. Das ist nur die Frage. Okay, die Raben, dachte ich, kreisen irgendwo über eine Leiche. Das wäre schön gewesen. Okay, wir haben gleich Unterkühlungsrisiko. Ich muss ein Feuer machen, das nützt mir nichts. So. Feuer machen, sonst erfrieren wir jetzt. Und das möchte ich auf keinen Fall. Beziehungsweise anders, wir kriegen eine Unterkühlung. Und das ist die größte Katastrophe überhaupt. Weil da müssen wir nämlich 12... Müssen wir 12 Stunden nämlich hier drin bleiben. Oder drinnen bleiben generell. Was echt dämlich ist bei einem Spiel, wenn du keine Ressourcen hast. Weil das wirft dich immer extrem zurück. Da mache ich jetzt lieber ein Feuerchen und dann ist gut. Hoffe ich zumindest. Dass wir uns schnell aufwärmen können. So. Okay, uns wird wärmer. Sehr geil. Okay. Ja, trostloses Marschland. Hier war ich, glaube ich, noch nie. Lageraktionen. Warten. So, eine Stunde gewartet. Okay. Warm ist uns. Wetter ist auch nicht schlecht. Ist nur sackkalt. Schön. Da gibt es doch echt nirgendwo irgendwas. So, ich habe jetzt nur gerade so ein bisschen die Überlegung. Ha, hier gibt es echt nichts. Also man echt ein Gebiet von ganz viel Nichts hier außenrum. Das ist echt zum Kotzen.
Hallo? Einmal mitnehmen. So. Vor allem, hier liegen keine Leichen rum, hier liegt gar nichts rum. Drum auch wahrscheinlich trostloses Marsch. Darum wahrscheinlich trostloses Marschland, weil es hier einfach nichts gibt. Kein Reh, kein Wolf, nichts. Ich würde sogar einen Wolf jetzt einfach erschießen. Nur damit ich das Essen kriege. Dass sein Fleisch rausreißen kann. Aber. Das Spiel hat andere Pläne mit mir. Ich glaube, das Spiel will mich sterben lassen. Vor allem hier gibt es echt nichts. Ah, guck mal hier. Birkensprössling. Geil. Nehme ich halt die mit. Brauche ich die für den Bogen oder brauche ich da... Ne, für den Bogen brauche ich, glaube ich, Ahornsprösslinge, ne? Weiß ich gerade nicht mehr. Es gibt zwei, es gibt Birkensprösslinge und Ahornsprösslinge, glaube ich. Das ist echt ätzend. Jesus. Zum Glück schießt die nicht, wenn ich hier einfach mich verklicke. Ah, da hinten ist was, da hinten sind Züge oder irgendwas. Und da ist eine Leiche. Ist das ein Mensch oder ist das ein Reh? Ich hoffe, es ist ein Reh. Ja, es ist ein Reh. Geil. Geil, da hinten ist auch eine Leiche. Sehr, sehr geil. So, hallo. Ja, toll. Ist nicht mehr ganz so viel. Sekunde. Feuer. Nochmal ein Feuerchen. So, Erfolgschance 40%, 70%. Sinkt auch immer weiter. Dann gibt es wenigstens ein ganz... Come on, little fire. Come on. Come on. Na komm. Na komm, liebes Feuer. Na komm. Na komm. Na komm. Sei brav. Na komm. Das ist so bescheuert. So, aber auf jeden Fall wäre das total geil, wenn es jetzt klappt. Weil haben wir zumindest mal ein bisschen was zu essen da. Dann können wir wenigstens noch... Ja, keine Ahnung. So. Ich schmeiß mal das Tannenholz hier rein. So, zack. Brauchen wir 8 Minuten dafür. Ich würde gerne die Haut mit rausnehmen, ehrlich gesagt. So, die Haut machen wir dann. Erstmal was futtern. Haut müssen wir auf jeden Fall auch noch abziehen. So. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, Haut mitzunehmen, nehmen wir sie mit. Gedärme ist mir gerade egal. Haut ist viel wichtiger. So. Und schnabulieren. So. So. Ach, egal. 30 Minuten für die Haut. Zack, raus damit. Okay, wie lange brauchen wir dafür? 20 Minuten, ach komm. Nehmen wir das auch noch mit. So, dann haben wir das. Geil. So. Fackel nehmen. Dann haben wir das. Da hinten war auch noch irgendwo was, ne? So, hier sind die Raben. Und da hinten war doch, glaube ich, auch noch irgendwas. Sind die Raben auch vorhin geflogen? Oder vielleicht ist es auch nichts mehr, ich weiß nicht. Ha, aber wir haben als Abwechslung ein bisschen Glück, das finde ich sehr gut. So, aufgewärmt sind wir. Minus 5 Grad aktuell nur noch, da wir die Fackel tragen. Was ein schöner Vorteil ist. Jetzt gehen wir mal dahinter, habe ich vorhin nämlich die Wagen gesehen, die umgestürzt sind. Da ist auch noch eine Leiche, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht können wir hier echt noch so ein bisschen was zusammenratzen, dass wir dann... vielleicht doch ein paar Tage länger überleben können. Das wäre sehr schön. Boah, wenn ich halt überlege, ne? Wir haben in dem einen Spielstand über 66 Tage überlebt. Dünnes Eis. What?
Oh, das ist neu. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Du siehst bloß eine rote Schrift einfach und siehst so und plötzlich so, ach du Scheiße. Was ist das da? Ist das ein Kadaver oder was ist das? Oh, I could just lay down and have a little sleep right here. Ist das ein Kadaver oder was ist das hier? Das ist ein Skelett. Das schwebende Skelett von Graystia. Ich habe keine Ahnung. Was Blöderes ist mir nicht eingefallen. Aha. Auf jeden Fall sehr schön mit dem schwebenden Skelett hier. Das finde ich sehr gut. So, Fackel ist aus. Können wieder aufs Gewehr switchen. Ach so, uns ist geradezu... wir sind zu erschöpft zum Rennen, glaube ich. Minus 7 Grad. Ich müsste mich irgendwo mal hinlegen und schlafen. Das ist echt doof. So, wo ist die Leiche? Hier irgendwo. Ja, ist ein Mensch nur. Ja, ja, die ist kalt. Das habe ich gecheckt. Oder? Nee, ist ein Hirsch. Geil! Rotes Gestrüpp. Ach, da gibt's Äste raus. Ist ja geil. Ich wusste gar nicht, dass ich auch Gestrüpp zerlegen kann hier. Cool. Alter, das ist echt krass, wie das Spiel... Das ging früher nicht. Das ist echt krass, wie das Spiel sich immer weiterentwickelt. Das macht echt Spaß. Das muss man einfach sagen. Das macht echt mega viel Spaß. So. 1,6 Kilo Fleisch. Ja, das lohnt sich doch richtig. So. Da haben wir ein lecker Feuerchen hin. Ich mache es einfach aufgrund der erhöhten Chance einfach. Nehme ich das Feuerzeug schnell. Weil da haben wir 70% Chance, nämlich. Und die 15% Unterschied zu den Streichhölzern nehme ich gerne mit. So, schnell was zu trinken eingeschenkt. Dann mute ich mal das Mikrofon, weil es sich immer so komisch anhört, als würde ich gerade hier pinkeln. Ach ja. Ja, auf jeden Fall läuft doch, würde ich sagen. Perfekt. So, die ganzen Stecken hier mal rein. So, Fleisch rausschneiden. Dann werden wir erstmal ordentlich geschlemmt jetzt hier. Fleisch. So, garen. Ah, das Festmahl ist bereit. Ich frage mich ja, ne? Wenn du so das... Also ich glaube, die hat da wirklich kein großes Problem damit, weil es ums Überleben geht und so weiter, ne? Aber ich stelle mir vor, wenn du zum Beispiel... Oh, einmal zu viel Skip gerückt. Wenn du so ein... Einfach so ein Rehfleisch, ne, das isst, und du würzt das nicht, das muss doch irgendwie... Weiß nicht, muss irgendwie fade schmecken, oder? So, 43 Minuten haben wir noch. 30 Minuten. Auch wenn es total dämlich ist. So. Die Fackel erstmal rein. Tannenholz rein. So. Okay. So, ganz kurz hier mal Dingens hier. Oh, wir verdursten. Warum sagt denn keiner, dass wir verdursten? Zack, so. 1 Stunde 37 Minuten. Dann Schlafsack. Genau, so stelle ich den Schlafsack hin. Mit dem Kopf ins Feuer, damit es schön warm ist. So, Schlafsack. Und eine Stunde schlafen. Das bringt uns nicht so viel wahrscheinlich. Aber immerhin haben wir nochmal ein Stündchen geschlafen. So, 33 Minuten, es ist verdammt neblig gerade, fantastisch. Das macht es nicht wirklich besser. Gefühl 22 Grad gerade. Ja, ist klar, wir nehmen Feuer liegen. Okay, haben wir ein Stündchen schlafen.
Feuer ist aus. So, wie schaut's aus? Okay, es hat bloß minus 3 Grad gerade. Es wird Nacht, aber... Passt auf, immer Folgendes. Wir schlafen jetzt mal 4 Stunden hier einfach. In der freien Wildbahn. In der Hoffnung, dass wir wieder... Was? Hallo, Gevatter Bär. Oh, es ist ätzend. Ja. Okay. Ja, okay, hier geht's Bären. Ich habe damit jetzt irgendwie null gerechnet. So, okay. Ganz kurz. Antiseptikum. Bärenbiss. Antiseptikum auftragen. So. Anwenden. Zack. So, Infektionsrisiko, Bärenbiss. Achso, wir haben nochmal ein Infektionsrisiko. Wir sind ja doppelt gebissen worden. Okay, na gut. Okay. Nein! Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ah! Oh Mann. Ah! Alter! Oh, wir haben jetzt so viel Glück gehabt gegen Ende, auch dass wir die 2 Rehe gefunden haben und alles. Ich habe erstens nicht damit gerechnet, dass er so ein verkackter Bär ist. Und zum Zweiten, ich wollte dann wieder zurücklaufen und dann wollte ich aber den Bären nicht in die Arme laufen und dann dünnes Eis und ja. Na toll, das hat nicht so gut geklappt. Ach Mann, ich will den Spielstand hier wieder haben. Ich will hier diesen Spielstand will ich wieder haben, den 66-Tage-Spielstand. Ah, es ist so zum Kotzen. Es ärgert mich wie die Pest. Es ärgert mich so sehr. 13 entdeckte Orte, 7% Welt erkundet. 95 Stunden wach, 58 ausgeruht. Aha. Wir waren sehr viel draußen. Verbrauchte Kalorien. Zurückgelegte Strecke. Gemachte Feuer. 5 Begegnungen mit Wölfen. Einen gefundenen Dosenöffner. Diese Statistik ist auch geil. Ein gefundener Dosenöffner, dass sowas erwähnungswert ist, macht mich etwas stutzig. Kann ich irgendwie weiter eigentlich? Ach hier, Tagebucheintrag. Ich habe mich 10 Stunden ausgeruht. Blutverlust, Infektionsrisiko. Mhm. Ja. Sind wir gerade zum Schienentunnel eigentlich? Ich wollte gerade zur anderen Karte, dass wir ein bisschen überleben. Na schön. Kadaver zerlegen, Stufe 2, Feuer machen. Alter, Feuer machen. Wir haben 16 Feuer gemacht und wir sind noch nicht mal ansatzweise in Richtung Stufe 2 gekommen. Gewehrschusswaffe, Bogenschießen, Flicken. Ja, Kochen haben wir Stufe 2 gemacht, das ist schön.
Sammelgegenstände. Keine Sammelgegenstände gefunden. Ach, sowas gibt's auch. Okay. Ha. Ja, das war's dann mit. Ich glaube, Staffel 4 müsste das jetzt gewesen sein dann. Ja, es ist echt. Es ist echt. Es ist leicht zum Kotzen. Also das ist jetzt echt dämlich gewesen, dass wir da jetzt verreckt sind einfach. Die Frage ist, fange ich jetzt noch eine neue Staffel an oder nicht? Naja, ich lasse mich überraschen. Vielleicht fange ich neu an, vielleicht fange ich dann erst mit der Kampagne an, die am 1. August kommt. Ich weiß nicht. Also die Kampagne spielen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall in dem Zusammenhang. Die will ich sehr gerne wissen, was da kommt. Ob ich jetzt eine neue Kampagne anfange oder nicht, das entscheide ich jetzt kurzfristig. Wir sind gerade live. Ich frage mal die liebe Community, was die sagt. Also, für YouTube ist dann hier der Cut mit der Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Keine Ahnung, wie lange die Folge jetzt ist. Und wir sehen uns dann vielleicht in Staffel 5. Ja, Staffel 5 wieder oder dann zur Kampagne. Ich weiß es nicht. Also bis dann. Tschüss.